Peace. Ja, schön wär's. Schönes Wetter. 20 Grad, Portugal. Ja, hab ich nicht. Ich hab hier leider nur 0 Grad und Sonnenregen, Schneeregen natürlich. Hier haben wir noch einen Sol e.V., der fährt gerade weg. Kona e.V. Der hat ihn gestern abgeholt, seit 24 Stunden Besitzer eines Kona Electric. Und er sagte, er ist sehr zufrieden. Aber es wäre auch schlecht, wenn es nicht so wäre nach 24 Monaten. Nein, nach 24 Stunden. Oh, mein Gehirn ist eingefroren. Das Video heute? Klar, kleine Probefahrt, Kona Electric. Hier schon ein paar Bilder, ein paar Impressionen von innen kommen noch. Außen wird man nicht viel sehen, weil Wetter wunderschön. Schön. Ja. Bis gleich. Es ist viel angenehmer und auch trockener. Alter Schwede. So. Ich bin jetzt gefahren ungefähr, so 100 Kilometer. Nicht ganz. Und sagen, ich werde einen kleinen Test machen. Vergleich zum Sol e.V. Weil einen anderen Vergleich habe ich jetzt nicht. Den Sol e.V. bin ich halt schon gewohnt und so weiter. Er lässt sich eigentlich genauso fahren. Sol e.V. ist nicht viel Unterschied. Die Leistung ist meines Erachtens zu viel. Mit über 200 PS und 400 Newtonmeter auf einer nassen Fahrbahn. Du gibst Gas bei 80 und er drömmelt kurz durch vorn. Warum macht man das? Also 204 PS, den 64er, wenn es mit 136 PS gehen würde, wäre es perfekt. Würde er dann auch noch weiterkommen. Oder als Allrad. Wäre auch nicht schlecht. Ich mache jetzt mal eine kleine Drehung. Ah, oh, dieser Stick ist so geil. So, wir haben jetzt hier mal so kleine Impression, wie er von innen ausschaut. Aber das ist ja alles schon bekannt. Da gibt es ja genug Kanäle, die das viel besser können als ich. Und dementsprechend, da gibt es dann zum Beispiel den EV-Paddy. Ja, der macht ja das auch wunderbar. Und es ist die Premium-Ausstattung mit Leder. Das heißt, glaube ich, veganes Leder. Veganes Leder ist ein schönerer Ausdruck für Kunstleder. Genauso heißt es zum Beispiel wie jetzt hier. Hier dieses, man sieht es wahrscheinlich, ja, hier sieht man es ein bisschen. Dieses sogenannte Piano-Lack. Nein, ist kein Piano-Lack. Es ist Piano-Lack-Optik. Es ist im Endeffekt nur glänzendes Kunststoff. Piano-Lack, wenn es wäre, wäre das Auto bestimmt schon mal von Haus aus 700 Euro teurer. Weil wenn einer ein Piano daheim hat und ein Piano-Lack hat oder braucht, dann weiß der, was das kostet. Hier hat man, es ist so silbermatt ein bisschen, so leicht grau. Ich glaube nicht, dass es recht kratzempfindlich ist. Ich glaube, das ist ganz schön. Hier hat man die Schaltung, klar, D für Depp, P für, keine Ahnung, neutral und R wie rückwärts oder nur drücken, wenn man Rudi heißt oder so. Nee, Drive, Parken, neutral, rückwärts, selbsterklärend, auch für mich. P ist klar, es ist die elektrische Parkbremse, bin ich jetzt kein Fan davon, aber das hat mein IV auch. Es ist halt so, es ist ganz gut. Hier hat man noch die einzelnen Tasten für Sitzheizung und Sitzlüftung. Das ist nur in der Premium-Ausstattung. Drive Mode, naja, klar, dann hat man hier die Möglichkeit zwischen Eco, Normal und Sport einzustellen. Lenkradheizung, wunderbar,
wirklich möchte ich nicht mehr missen, ist richtig gut. Autohold ist auch klar. Da, da gehst du von der Bremse und er rollt nicht. Und wenn du das Autohold raustust, dann gehst du von der Bremse und er rollt. Das macht er dann so wie ein Automatik. Park, glaube ich, das ist für vorn oder für hinten, das weiß ich jetzt nicht. Hier hat man dann noch ein Fach drin, da passt das Handy rein. Und wenn du die Möglichkeit hast, das über Induktion zu laden, dann ladet ihr das auch über Induktion. Das ist dann schon eingebaut. Mein iPhone 7 Plus kann es nicht, weil vorsintflutlich. Und ich glaube, es wird gar nicht reinpassen von der Größe her. Das muss ich dann mal ausprobieren. Aber meine Frau hat ein iPhone 8, dann funktioniert das. Hier hat man natürlich, naja gut, was man halt so drin hat. Das ist ein Riesenbuch. Das ist ja der Wahnsinn, das sehe ich jetzt gerade. Kona Electric. Alter Schwede, ist das ein Schinken. Ich weiß nicht, wie das Telefonbuch von New York ausschaut, aber recht viel Unterschied, glaube ich, ist nicht. Aber, ja gut, es ist halt alles, muss erklärt werden. Kommen zur Haptik. Die Haptik ist, ja, ich finde die Haptik nicht so schön wie im Soul, weil alles trotzdem Hartkunststoff ist, auch hier an der Seite. Hier ist es weich, das ist schön, das ist wahrscheinlich auch so eine Art veganes Leder. Hier ist alles hart. Ich glaube, dass es sehr kratzempfindlich wird. Auch hier dieses da, aber das muss man jetzt mal sehen. Schön ist, dass das Armaturenbrett in Schwarz gibt und nicht nur in Höll, weil das Hölle-Armaturenbrett hat man ja vom Soul das Problem, dass es recht spiegelt. Kommen wir zum Mediasystem. So, das kennt man eigentlich vom Soul EV. Das ist eigentlich von der Aufteilung ziemlich gleich, wobei mir sofort auffällt, dass diese Auflösung von dem Display um einiges schöner ist als meins. Oder als das, was ich habe. Von der Aufteilung her, wie gesagt, ist eigentlich das ziemlich gleich. Die Knöpfe sind ein bisschen anders, aber so ist es eigentlich alles ganz normal. Ab der mittleren Ausstattung gibt es die sogenannte, sieht man das? Ich hoffe es, ich weiß es nicht. Nein, das sieht man wahrscheinlich nicht. Von der Firma Krell, das ist ein Audiohersteller, der hat dann ein bisschen mehr Bums und ein bisschen mehr Klangvolumen. Es ist im Endeffekt wirklich absolut identisch mit dem Soul, nur man hat hier, naja Gott, das ist wieder Werbung, CO2, wie viel das man eingespart hat, man sieht das hier, das ist jetzt ein rechter, ja. Dann haben wir hier die Akkuladeverwaltung, da kann man dann einstellen, wann man laden will. Und ich habe schon gesehen, man kann auf die Prozente stellen, wie man laden will. Da haben wir die Reichweite in diesem Modus, was wir jetzt haben. Jetzt momentan sind wir auf 83%. Reichweite sind 273 Kilometer. DC-Ladegerät auf 80% würde jetzt laden. In 0 Minuten, klar, kann er nicht, weil wir ja auf 83% sind. Auf 100%, etwa 350 Kilometer, zeigt er hier über die AC-Station oder AC der Schuko-Stecker. Man sieht hier, wie lange das er jetzt laden würde. Man kann hier dann einstellen und das finde ich super gut. Das hat mein Soul EV nicht. Wie weit willst du laden? Gehst du auf 80% und also das würde ich jetzt machen, immer auf 80% stellen, dass er nicht weiter lädt als 80%. Und wenn man trotzdem mal weiterfahren will, dann würde ich auf 100 gehen. Finde ich klasse. Das war im ersten Soul EV schon der Fall zum Einstellen auf 80%, aber mittlerweile nicht mehr. Mit dem 30er Akku wollten sie das nicht mehr. Hier haben wir ja einen Tachometer, der sich verändert je nach Drive-Modus. Jetzt ist er im normalen Modus drin, jetzt ist er im Sport-Modus drin. Man sieht es auch hier, wird dann hier eingezeigt als Sport, alles rot. Ja, da hat man einen normalen Tachometer. Im Öko hat man, im Eco hat man ja bloß so eine Eco-Anzeige und unten den Tachometer. Ja, ist so ganz interessant. Das Schönere ist eigentlich das. Das Lenkrad ist fernbedienbar. Ja.
Hier hat man dann noch die ganzen Schalter für die ganzen Assistenzsysteme, also Spurassistent, Totwinkelassistent, VESS, weiß ich jetzt gar nicht. Paddy, sag du das mal, was das ist. Das weiß ich nämlich jetzt nicht. Und was schön ist, naja gut, das ist das Premium-Übernehmen. Es hat hier das HUD, das Head-Up-Display. Man kann es jetzt, glaube ich, ganz gut sehen. Kann man das sehen? Ja, ein bisschen. Da zeigt er an, wie schnell du fährst, wie dein Tempomat geschalten ist und so weiter. Und man kann den natürlich einfahren, wenn man nicht braucht, beziehungsweise wenn einem das egal ist. Wenn ich einen bestelle, und ich werde einen bestellen, wird es nicht die Premium-Version sein, sondern die normale, die mittlere, und der hat dann auch kein HUD drin. Schauen wir mal schnell eine Wendung des Geschehnisses machen. Ja. Kurzfazit. Großer Unterschied zum Sowel e.V. ist es nicht, fahrtechnisch, leistungstechnisch ja und natürlich auch reichweitentechnisch, ganz klar. Ich habe jetzt einen Verbrauch von 17,8 gehabt, wobei das nicht mein Verbrauch ist, sondern der von den letzten 5400 Kilometern. Mein Verbrauch ist deutlich weniger, da ich mich jetzt momentan nicht so gut auskenne mit dem ganzen Drumherum, würde ich mal sagen, ich weiß es nicht, wie viel das ich gebraucht habe. Doch, ich weiß, wie viel das ich gebraucht habe, indem ich in den EV-Modus gehe, also wenn es so ist wie beim Soul, und dann sollte eigentlich, schauen wir mal schnell, na gut, ja, schauen wir nicht, Energieinfo. Ja gut, sicherlich, nein, wahrscheinlich nicht. Na, ist egal. Noob Fokker ist wieder unterwegs. Ja, genau. Kurzes Fazit, das soll kein so langes Video werden. Kurzes Fazit ist, hervorragend zu fahren. Er hat halt Leistung ohne Ende, für mich persönlich zu viel. Die 136 PS Version mit 300 Newtonmeter und dafür dann die große Batterie wäre noch besser, meines Erachtens. So schnell muss ich nicht fahren. Er hat ausstattungstechnisch natürlich mehr als der Soul, auch ganze Assistenten finde ich besser. Sound von der Multimedia-Anlage finde ich auch um Längen besser. Die Größe ist nicht so groß wie der Soul e.V., weil der hinten schon runter geht mit der Dachlinie und dementsprechend hast du hinten weniger Kopffreiheit. Auch hinten hat man weniger Platz wie im Soul. Der ist jetzt eingestellt auf meine Größe. Also ja, es geht aber so. Also das ist schon okay. Vierköpfige Familie würde gehen, aber es gibt größere Autos. Das, was mich ein bisschen stört, ist folgendes, das ist diese riesige Mittelkonsole. Das heißt, wenn ich ganz normal drin sitze, mal schauen, ob man es jetzt so grob mal sieht. Ja, wenn ich ganz normal drin sitze und ich lümmel ja, sagen wir, schon ein bisschen drin, vor allem wenn ich ein Tempomat drin habe, dann stoße ich hier schon sehr schnell an, weil das schon sehr breit ist. Warum, dass man das so breit macht, weiß ich nicht. Es hätte auch ein bisschen schmäler sein können. Und also die Fußfreiheit unten ist ein bisschen kleiner als erwartet. Und was ich auch sehe, und das sieht man von hinten wahrscheinlich noch besser, der Sitz ist eingestellt auf meine Größe, auf 1,78, und hinten habe ich eigentlich fast keinen Platz. Ich sitze hinten schon sehr... man sieht schon, hier kann man durchlangen. Ich gehe eigentlich an. Also hinten hat er extrem weniger Platz als der Soul. Extrem weniger Platz. Die Mittelkonsole, die kommt mir immer so vor, als würde die unten ein bisschen so zum Fahrer hin zeigen, weil er einfach platztechnisch nicht so viel Platz hat wie der Beifahrer. Aber das kommt wahrscheinlich her, weil ich so massig bin. Noch. Hashtag der fette Fokker ist ja immer noch on. Ja, aber es wird besser. Es ist
ja, hinten hast du keinen, man sieht es wahrscheinlich ein bisschen, ja, hinten hast du leider keinen USB-Stecker. Hier kann man natürlich aufmachen und dann hat man hier ja, ein schwarzes Loch. Da passt einiges rein. Und was noch ist, man sieht es jetzt hier ganz gut. Man hat ja, in der Mittelkonsole hat man eigentlich zwei verschiedene Ebenen. Oben zur Schaltung, unten kann man noch was reinlegen. Ich hätte das obere weggelassen. Ganz ehrlich, ich hätte das obere weggelassen. Dadurch hast du mehr Beinfreiheit, damit hast du mehr Platz. Und diese Schaltung, wenn die weiter unten ist, ist es eigentlich auch nicht so tragisch. Finde ich ein wenig schade. Also der nimmt viel Platz weg. Meiner Frau stört es jetzt nicht, mich stört es ein bisschen mehr. Aber gut, dann müssen wir mal schauen, wie das wird. So, ich sitze hinten drin immer noch, da wo ich hingehöre. Kopffreiheit geht, aber Beinfreiheit ist hinten richtig eng. Ich möchte nicht sagen, dass es schlecht ist, aber um einiges enger als beim Soul. Fazit ist euch überlassen. Ich finde das Auto toll. Wir werden eins bestellen. Lieferzeit wird lang. Warum bestelle ich ihn hier? Ich habe zwei Mails bekommen. Ein Kona Electric wäre für mich schon erreichbar im März, sein theoretisch neu. Aber wir kriegen hier sehr gute Konditionen und deswegen warte ich lieber noch ein bisschen mit der Auslieferung. Werden in der Zwischenzeit, weil wir ja jetzt in zwei Wochen den Polo hergeben, das Angebot von Hyundai annehmen und ein Übergangsfahrzeug, bis dieser Kona EV kommt, ein Leihfahrzeug mehr oder weniger für dieses Jahr zu nehmen. Und dann werden wir warten, bis der Kona lieferbar ist. Farbe ist eigentlich auch schon klar. Es wird wahrscheinlich dieses Blau werden. Dieses wunderbare Blau mit dem weißen Dach, wenn es schneit. Ansonsten ohne weißen Dach. Das war's. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Ein bisschen chaotisch, wie immer. Aber egal, damit müsst ihr leben, weil ich muss mein ganzes Leben schon mit mir aushalten. Und dementsprechend selber schuld. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Nicht so viel Schnee. Ich liebe Sonne. Ich will nach Hawaii. Da ist 26 Grad momentan. Und sonnig. Da gehöre ich hin. Vielleicht spiele ich ein bisschen Hawaii-Musik ein. Also klar, ich wünsche euch viel Spaß. Servus, Dr. Glocker. Euer Fugger.